Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Samstag auf eine ca. 15 Kilometer lange Tour zwischen dem Johannistal und dem Petzerberg begeben. Treff ist um 8.30 Uhr mit dem PKW auf dem Parkplatz an der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. Zu einem Tag der offenen Tür lädt am Samstag die Oberschule in Königsbrück ein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr kann dort unter anderem ein Berufsausbildungsparcours absolviert werden. Es stehen alle Räume zur Besichtigung offen und die Lehrer zu Gesprächen bereit. Auch das Lessing-Gymnasium in Kamenz veranstaltet am Samstag einen Tag der offenen Tür. Unter dem Motto »Gemeinsam erfolgreich lernen« werden von 9 bis 13 Uhr die unterschiedlichen Lern- und Arbeitsbedingungen vorgestellt. Ebenfalls zum Tag der offenen Tür wird in die Steinmetzschule in Demitz-Tumitz eingeladen. Geöffnet ist hier in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Ein Nachtflohmarkt findet am Samstag in der Niederlausitzhalle in Senftenberg statt. Hobby-Trödler, aber auch Profi-Händler sind dazu herzlich von 14 bis 22 Uhr eingeladen. Der Hoyerswerda Bürgerchor feiert am Samstag in der Kulturfabrik im Bürgerzentrum in Hoyerswerda eine Premiere. »Will kein Engel sein« heißt die neue Aufführung und beginnt pünktlich 19 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag ist im Möbelzentrum in Großrieschen. Geboten werden dabei Werksberatungen, Showkochen und weitere Aktionen für die ganze Familie. Der Kultliedermacher Gerhard Schöne ist am Sonntag in Hoyerswerda zu Gast. Er präsentiert im Bürgerzentrum Braugasse 1 um 15.30 Uhr ein Kinder- und um 19.30 Uhr ein Erwachsenenprogramm.